So, wir sind bei der 23. Aufgabe und insgesamt beim vierten Tutorium bereits. Im ersten geht es nochmal um verschiedene Vergleichsrechenverfahren. Schauen wir uns dazu die Aufgabe mal an. Nee, so. Aufgabe 1. Die Zylinder AG plant die Anschaffung einer neuen Produktionsanlage für Maschinendrahtzäune und steht dabei den sich gegenseitig anschließenden Alternativen 1 und 2 gegenüber. Anlage 1 besitzt eine Kapazität von 1200 Zäunen pro Jahr bei variablen Produktionskosten von 600 Euro pro Stück und fixen Produktionskosten von 100.000 Euro pro Jahr. Anlage 2 besitzt eine Kapazität von 1200 Zäunen bei variablen Produktionskosten von 550 pro Stück und fixen Produktionskosten von 200.000 pro Jahr. Der Absatzpreis für Maschinendrahtzäune wird in den kommenden 5 Jahren bei durchschnittlichen 950 Euro pro Stück liegen, wobei davon auszugehen ist, dass mindestens 1200 Maschinendrahtzäune mehr abgesetzt werden können. Die Anschaffungskosten beträgt für Anlage 1 500.000 und für Anlage 2 600.000. Jeder der Anlagen soll 5 Jahre lang genutzt werden. Innerhalb dieser Zeit würden beide Anlagen linear auf einen sofort liquidierbaren Restwert von 100.000 abgeschrieben. Das Unternehmen kalkuliert mit einem konstanten Kreditzins von 11%. Führen Sie zunächst die Kostenvergleichsrechnung durch. Welche Investitionsentscheidung würden Sie treffen? B. Führen Sie eine Gewinnvergleichsrechnung durch. Zu welcher Investitionsentscheidung kommen Sie jetzt? Wie hoch sind die Nettorendite und Anlagen bezogen auf den durchschnittlichen Kapitaleinsatz? Okay. Wollen wir das angehen? Ich habe dafür schon mal eine Tabelle vorbereitet. Um das Ganze zu verdeutlichen. Okay. Wir haben als erstes natürlich unsere Anschaffungskosten der beiden Anlagen. Die war bei Anlage 1 500.000 und bei Anlage 2 600.000. Dann haben wir eine Nutzungsdauer von 5 Jahren. Und das bei beiden Anlagen. Dann haben wir die Kapazität. Kürze das hier mal mit KP an. Sind 1200 bei Ihnen pro Jahr. Auch bei Anlage 2200 pro Jahr. Und dann haben wir noch den Liquidationserlös am Ende, wenn wir die Maschinen wieder verkaufen. Und die sind bei 100.000 Euro. Und das ist bei beiden der Fall. So, jetzt haben wir erstmal die grundlegenden Sachen für die Berechnung unserer Kostenstellen hier. Dann machen wir mal jetzt hier quasi einen Strich. Und hier geht es jetzt weiter mit den Kostenstellen, die wir berechnen wollen. Und da haben wir die AFA.
die sich ja aus der Anfangsinvestition minus dem Liquiditätserlös durch N ergibt. Und da haben wir also 500.000 Euro minus 100.000 das Ganze durch 5 gerechnet. Also haben wir 400.000 durch 5. Und kommen dort auf 80.000 bei der Maschine 1. Das Ganze jetzt parallel zur Anlage 2, also da haben wir 600.000 minus 100.000, bleibt also dort zu stehen. 500.000 durch 5. Und kommen halt hier auf 10.000. 100.000, Entschuldigung. Gut. Dann haben wir als zweite Kostenstelle den kalkulatorischen Zinssatz. Also kalkulatorischer Zinssatz. Und der gab sich ja aus der Anfangsinvestition plus dem Liquidationserlös. Durch 2 und das Ganze mal i, unserem Zinssatz. Und dort haben wir also 600.000 durch 2 sind 300.000. 300.000 mal 0,11, die 11% des kalkulatorischen Zinssatzes und kommen dort auf 33.000. Und das Ganze analog halt auch zur zweiten. Dort haben wir natürlich 700.000 durch 2, also sind 350.000 mal 0,11. Und dort kommen wir auf 38.500. Hier überall Euro nicht vergessen. Das sieht mir immer. Gut. Dann haben wir damit haben wir hier die gesamten fixen Kosten. Achso, nee, jetzt kommen hier natürlich noch die Produktionskosten, die wir in der Aufgabe gestellt haben. Produktion. Und das war bei der Anlage 1 100.000. Und bei der Anlage 2 200.000. Und jetzt ziehen wir quasi wieder einen Strich. Wir bilden jetzt die Summe. Das sind ja die Posten aller unserer. Das sind ja jetzt all unsere fixen Kosten. Also die Summe aller unserer fixen Kosten ist damit 213.000. Für Anlage 1 und für Anlage 2 sind das 338.500.
So, jetzt kommen die variablen Kosten, da kommt die Kapazitätsmenge halt rein. Und dort hatten wir gesagt, dass wir Variabelkosten von 6, also bei Anlage 1, machen wir jetzt das Ganze variabel. Variabelkosten, und dort hatten wir gesagt, bei Anlage 1 sind 600 Euro pro Stück mal die Anzahl, die Kapazitätsmenge, 1200 Euro, 1200 also 600 Euro pro Zaun, und hier haben wir 1200 Zäune, das kürzt sich dann raus. Das ausgerechnet kommen wir auf 720.000 Euro. Und das Ganze jetzt nochmal mit für Anlage 2. Dort bringen wir aber, haben wir, kostet der Zaun nur 550 Euro pro Stück in der Produktion als Variabelkosten, und das Ganze halt auch mal 1200, und da kommen wir auf 660.000 Euro. Und jetzt müssen wir das Ganze halt auch nochmal ausrechnen. Also Gesamtkosten. Gesamtkosten. Und dort kommen wir auf 933.000. Und für Anlage 2 998.500. Und wenn wir das Ganze jetzt noch durch unsere Kapazitätsmenge halt teilen, dann kommen wir halt auf die Stückkosten. Also STK. Also die 933.000 durch die 1200. Da haben wir dann hier 7 für Anlage 1 775 Euro und 50 Cent Euro pro Stück, also pro Zaun. Und hier hätten wir dann die 998.500 geteilt durch 1200. Und dort hätten wir 832 und 8 Cent Euro pro Stück. Gut. Aber eigentlich ist die entscheidende Linie hier unsere Gesamtkosten. Wir sind ja beim Aufgabe A momentan, bei dem Kostenverfahren. Und hier sehen wir, wäre Anlage 1 zu bevorzugen, weil nur Kosten von 933.000 anfallen. Und bei Anlage B halt 998.500, und deswegen ist halt Anlage 1 zu bevorzugen. Gut, das war's zur Aufgabe A. Falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen. Ja.